Das ist hier die Executive Lounge in der 6. Etage des Falkensteiner Hotel Bratislava. Sehr, sehr schön, wahrscheinlich und höchstwahrscheinlich nur für Gäste hier in der 6. Etage, in der obersten Etage des Falkensteiner Hotels. Ich gehe hier mal so schön durch. Hier gibt es ganz viele Sitzgelegenheiten für Besprechungen oder einfach nur zum Essen, zum Quatschen, zum Ausruhen. Hier hat man richtig viel Platz, sich zu entspannen, und wenn man Hunger oder Durst hat, ja, gibt es auch genug. Hier ist die WMF Presto Maschine für Kaffeespezialitäten aller Art. Teller, Besteck da unten. Wer Durst hat, hat hier einige Spirituosen zur Verfügung. Und da steht auch noch eine Flasche Rotwein. Hier drüben sind die Softdrinks. Eine Flasche Weißwein ist kalt. Etwas Obst da oben in der Schale. Und hier eine Bain-Marie, etwas geschnetzeltes Reis, Soße. Das sieht lecker aus. Das ist auch noch schön warm. Ja. Gut gewärmt. Und dann kann man hier sehr schön essen. Sind genug Plätze. Dort ist ein Flatscreen-Fernseher. Da läuft gerade Fußball. Was ist das? Japan gegen Argentinien? Frauenfußball-WM? Wahrscheinlich schon auf Eurosport gerade. Da drüben ein anderes Flatscreen-Fernseher mit CNN. Oh, diverse Gläser hier, Telefon, Zeitschriften, alles da, was man braucht. Und da drüben ist noch ein kleines Büro mit einem Rechner und ja, so einer kleinen eierlegenden Wollmilchsau, so ein Faxdrucker, Kopierer, alles in einem. Aha, alles vorhanden. So, und wenn man dieses wunderschöne Wetter genießen will von Bratislava, so wie heute, herrlich, dann kann man hier rausgehen. Und dann hat man hier auf dem Balkon, auf der Terrasse, auch einige Sitzgelegenheiten. Das Bäumchen. Man hat den Blick über Bratislava, da unten die Schnellstraße, die hier lang donnert. Und eben da drüben die Altstadt, in die ich jetzt gehen werde. Herrlicher Blick über Bratislava. Sieht wirklich schön aus. Ja, das ist die Executive Lounge des Falkensteiner Hotels. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Mal sehen, ob ich hier morgen frühstücken werde. Oder unten. Hier ist man dann etwas intimer. Ciao, servus.